Die Ausstellung erzählt die Lebensgeschichte der Anne Frank und ihrer Familie. Dabei werden vor allem die geschichtlichen Hintergründe und Ereignisse der Zeit beleuchtet. Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt des Anne-Frank-Zentrums und Kokont-Lena. Ab Donnerstag ist die Ausstellung bis zum 11. Februar zu sehen. Gruppen und Schulklassen werden gebeten, sich für eine Führung anzumelden. Jugendliche sollen hierbei eine besondere Chance erhalten, sich zu engagieren. Die Ausstellung arbeitet mit einem pädagogischen Konzept, nämlich dass Jugendliche durch die Ausstellung begleiten. Die werden von uns 2 Tage lang ausgebildet als Ausstellungsbegleiterinnen und Begleiter. Und da natürlich Jugendliche gefragt sind, Schulklassen auch die Ausstellung besuchen sollen, ist eigentlich so eine Schule ein idealer Ort, dann die Ausstellung auch zu zeigen. Das Projekt wird im Rahmen des Programms Xenos Integration und Vielfalt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Neben der Ausstellung wird es noch weitere Programmpunkte geben. Dazu zählen unter anderem auch die Produktion eines Dokumentarfilmes durch Kinder und Jugendliche und verschiedene Workshops und Seminare zum Thema Anne Frank. Das vollständige Programm kann man sich anschauen unter www.kokont-jena.de.